Herzlich willkommen zur Videoreihe TechTip Basic. In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen den Begriff der Blindleistung. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Fachbegriffe der Elektrotechnik erkunden. Leistung wird aus elektrotechnischer Sicht als das Produkt von Spannung und Strom definiert, was im Fall von Gleichstrom auch so üblich ist. Das ist jene Leistung, welche die LED zum Leuchten bringt oder unsere Computer arbeiten lässt. In der Wechselstromlehre unterteilt sich der Begriff der Leistung in drei Hauptgrößen: Scheinleistung, Wirkleistung und Blindleistung. Wirkleistung ist die elektrische Leistung, die direkt für mechanische, thermische oder chemische Zwecke genutzt wird. Das ist die Leistung, welche die Lampe zum Leuchten bringt oder den Computer zum Arbeiten. Die Blindleistung hingegen wird zwar auch im Netz transportiert, hat allerdings an einem Verbraucher keine nutzbare Wirkung. Sie pendelt zwischen Kraftwerk und Verbraucher hin und her. Sie entsteht durch die Erzeugung und den Abbau von elektromagnetischen oder elektrostatischen Feldern in Spulen oder Kondensatoren. Diese speichern kurzzeitig Energie in den Feldern und speisen die Energie wieder zurück in das Stromnetz. Diese Energie kann dann nicht mehr dafür verwendet werden, um eine Lampe zum Leuchten zu bringen. Die Scheinleistung ist die Summe von Wirkleistung und Blindleistung, die sich geometrisch im Leistungsdreieck addieren. Über den Winkel Phi lassen sich die Leistungen mathematisch berechnen. Die Scheinleistung ist eine wichtige Nenngröße bei Wechselrichtern und wird bei der Anlagendimensionierung berücksichtigt. Sie ist ein Maß für die gesamte Leistung in einem Wechselstromkreis. Betrachten wir nun die Blindleistung etwas genauer. Im Wechselstromnetz verursachen Spulen und Kondensatoren eine sogenannte Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung. Wenn Strom und Spannung in Phase sind, also praktisch synchron schwingen, ergibt das Produkt der beiden pulsierenden Größen eine pulsierende Leistung mit positivem Durchschnittswert. Reine Wirkleistung, was bei einem Stromkreis mit rein ohmischem Verbraucher wie einer Lampe der Fall ist. Betrachten wir jedoch einen Stromkreis mit einer rein induktiven Last wie einer idealen Spule. Durch die ideale Spule eilt der Strom der Spannung um 90 Grad nach. Dadurch entsteht eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung. Wenn diese Phasenverschiebung 90 Grad beträgt, erzeugt das Produkt von Strom und Spannung eine Leistung mit abwechselnd positiven und negativen Vorzeichen. Dies führt zur Entstehung von reiner Blindleistung, bei der die positiven und negativen Leistungsanteile sich vollständig aufheben. Das gleiche Prinzip gilt für eine Kapazität, also einem idealen Kondensator, bei dem der Strom der Spannung um 90 Grad vorauseilt. Da Motoren, Transformatoren und Elektronik Spulen und Kondensatoren beinhalten und Hochspannungsfreileitungen kapazitive und induktive Leitungsbelege haben, ist eine gewisse Phasenverschiebung und somit Blindleistung in Wechselstromnetzen unvermeidlich. Aufgrund der Netzbelastung sollte die Blindleistung allerdings nicht unkontrolliert groß sein. Die Blindleistung erhöht oder senkt nämlich die Netzspannung. Induktive Kompensationsspulen oder kapazitive Kompensationskondensatoren können eine gegenläufige Phasenverschiebung erzeugen. Dadurch wird der Anteil an Blindleistung reguliert, womit die Netzspannung stabil gehalten wird. Es gibt zwei Arten von Erzeugungsanlagen in Bezug auf ihre Blindleistungscharakteristik: untererregte und übererregte Erzeugungsanlagen. Untererregte Erzeugungsanlagen verhalten sich induktiv, indem sie Wirkleistung einspeisen und Blindleistung beziehen. Dadurch senken sie die Netzspannung, insbesondere wenn zu viele kapazitive Komponenten im Netz vorhanden sind. Übererregte Erzeugungsanlagen hingegen verhalten sich kapazitiv. Sie speisen sowohl Wirkleistung als auch Blindleistung ein, was zu einer Erhöhung der Netzspannung führt, um den spannungssenkenden Einfluss induktiver Komponenten auszugleichen. Moderne Wechselrichter sind in der Lage, eine Blindleistungsregelung durchzuführen, um das Netz stabil zu halten. Die Angaben und Einstellwerte für diese Regelung werden vom Netzbetreiber bereitgestellt. Beispielsweise können Wechselrichter Blindleistung einspeisen, wenn die Netzspannung sinkt, und Blindleistung beziehen, wenn die Netzspannung steigt, entsprechend den Vorgaben des Netzbetreibers für eine Q-von-U-Regulierung. Vielen Dank, dass Sie unser Erklärvideo zur Blindleistung angeschaut haben. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen bei Ihren Fragen geholfen. Weitere Videos der Serie TechTip Basic finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.